Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir haben im letzten Part, obwohl das jetzt schon 2 Wochen her ist, hat Bowser natürlich versucht, Peach zu entführen. Wir haben Peach natürlich erstmal vorher gerettet vom Kolosseum im Sandschleich, irgendwas Wüste. Und ja, Bowser hat es wieder geschafft, Prinzessin Peach zu entführen. Und jetzt müssen wir hinterher. Und wie ihr seht, oben, also ganz oben links, seht ihr die Karte. Und was ist passiert? Die Brücke ist abgestürzt. Oder hat eine Bruchstelle. Und in dieser Bruchstelle müssen wir jetzt runter. Aber wie geht das? Zuerst mal, glaube ich, müssen wir zu Dr. Igitt. Und der wird uns erklären, was wir zu tun haben. Oder? Wir gehen mal runter. Wir checken das mal von unten ab. Denn ich war nur noch oben am Starten. Und ja. Da müssen wir hin. Okay. Okay, ich weiß, wie wir da hinkommen. Tut mir leid, ich bin heute nicht sehr gesprächig, aber ich versuche mein Bestes. Es heißt, heute gibt es ein paar actionreiche Parts in dieses Teil. Also, gut, was heißt actionreich? Dieser Teil ist hart. Okay, wie komme ich jetzt da hin? Okay. Nein. So, die Bibi machen es nämlich. So, springt rein, Bibis. Erstmal gehen die Bibis noch rein. Ja, es gehen erst nur die Bibis rein. Es ist jetzt unlogisch, warum jetzt die Bibis erst reingehen. Bitte könnte ich einen Steinblock, Vulkan. Und dazu kann ich jetzt erzählen, das ist mein Hassgebiet. Es ist riesig. So. Die beiden kommen nämlich nach. Obwohl die Musik ist nicht schlecht, aber das Gebiet ist einfach nervtönt. Steinblock, Vulkan, fort. Vorsicht, Steinschlag. Okay, dann lass uns mal raufgehen. Safend. Ja, und ihr seht, was uns da hier erwartet. Dumps, Wumms und. Oh, neue. Jo, dies ist der Steinblock-Vulkan. Seid ihr auch Bergsteiger? Dann sind wir alle, und zwar extrem. Wie der Name bereits verrät, ist dies ein Vulkan voller Steinblöcke. Oh, am Kind vertreibt sich auch ein Wissenschaftler namens Kaboom oder Mr. Eingetötet oder so ähnlich herum. Sehr interessant. Oh, eine Bohne. Das lass mal die Babys machen. Babys! Mach das. Eine Bohne. Kommt her. Okay, was haben wir hier? Ach, dort oben sind Blöcke. Dort oben könnt ihr sie sehen. Die lassen mir keine Ruhe. Okay. Gut, da gibt's einen Trick. Oh, diese Spalten, wenn die flach werden, die Pfannkuchen, kommt ihr niemals ran. Okay. Okay, jetzt kommt Inception Sachen. Nein. Ja gut, das ist einfach. Das ist ja noch einfach. Jetzt kommt gut, jetzt können die das auch machen. Nein, ich. So, können wir das nämlich auch machen. Nämlich, die beiden müssen nämlich richtig platt gedrückt werden. Damit die auch an den Ultrapilz. Oh, sehr interessant. So, kommt, Babys, jetzt habt ihr genug gespielt. Jetzt geht's einfach weiter. Wir gehen nach oben. Es wird immer weiter nach oben gehen. Nach oben. Aber die Musik ist aber so nervtönend. Das sind unsere Gegner. Solche Blöcke. Die sind sehr stark, meine ich. Ja, so. Oh, sind wir schon überlevelt? Wir können auf die drauf fallen. Ja, das heißt, dass wir Punkte mehr. Jo, das reicht. Oh, scheiße. Das war ein Fehler. Oh, jetzt prüft er einen grünen Stein. Aua.
So, jetzt hat er einen Stein zerstört. Ja gut, die holen immer wieder mehr Steine. Das bringt natürlich uns den Vorteil, dass wir dann die einfacher töten können. Oh ja, jetzt machen sie es zu uns sein. So, oh gut. Ja gut, 8 reichen sogar schon. Damit er eine Wumpe zerstört. Und ich glaube, nee, kein Level up. Ui, wir sind aber ziemlich nah dran, vermute ich. Oh. Wieder ein Stein. Yo. Oh, Wunder. Ah, scheiße. Aua. Okay. Das war nicht so besonders. Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe, der ruft jetzt keinen. Nein, die rufen keinen. Aua. Okay, den haben wir jetzt zerstört. Ja, jetzt braucht nur noch Luigi drauf zu springen. So, in etwa. Bam. Das reicht. Und immer noch kein Level-Up. Ob wir heute ein Level-Up erreichen, ist eine schöne Frage. Okay, die Bibis kommen nicht ran. Doch, die Bibis kommen ran. So in etwa. Bibi. Nein, Bibi Luigi. Oh, 2 Ultratau und 20 Münzen. So, kommt mit. Das ist so das Problematische an diesem Teil. Hier wird wirklich Item. Also nicht Item Dümser Bumser, sondern super Techniken hier angewandt. Bros. Und so. Das nervt zeitweilig, aber man kann es überspringen zum Teil. Mann, warum jetzt mit Hammer? So, dich mache ich platt. Dich mache ich auch platt. Und Mario ist natürlich der Tanky. So, ich glaube, das reicht. Ja, wunderbar. Jo, das reicht. Das könnte sogar ein Level Up sein. Immer noch nicht. In diesem Gebiet bekommen wir auch noch mit... Luigi von hinten. okay, das war jetzt schmutzig gesagt. Alle auf Luigi. Das war doch klar. Aua. Was ich sagen wollte, in dem Gebiet werden wir auch einen neuen Rivale bekommen. Obwohl, die Rivale gibt es schon öfter. Aber, das Interessante dabei ist, bei dem Kampf, der wendet dieselbe Technik an wie wir. Ne? Also, ja, es ist komisch zu sagen so, aber... Er wendet quasi dieselbe Technik an, die wir auch haben. Hier mit unseren Babys. Und mit dieser Technik glaubt er, er könne besser sein. Ne? So in etwa. So geht das dann. So müsst ihr euch vorstellen, so läuft die Geschichte heute dann ab nachher. Okay, hier geht's auf jeden Fall definitiv nicht weiter. Dann müssen wir natürlich nach oben. Mal schauen. Ich bin die ganze Zeit am gucken, ob mein Mikro auch das aushält. Oh, wir geben mal dem Baby... Nein! Nein! So, wir geben dem Baby mal Schwung. Damit die sich mal das hier... Oh, nur 10 Münzen. Okay. Okay. Oh, ich dachte, er wäre schon am Hängen. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. So, die Bibi müssen nämlich nach oben. Trampolin. Ja. So oder so hätten wir es machen können. Das sieht gut aus. Nein, wir gehen definitiv nicht nochmal nach unten. Ja gut, das war jetzt eine... wie würde man sagen, einfache Weg. Also ein Doppelweg. Ja, sollen wir nochmal gegen ein paar Gegner kämpfen? Ich würde sagen, wir sind ein bisschen over. Und ja.
ob es was bringt noch, obwohl wir haben ja eigentlich schon genug Level ab. Aua. Und zack, 18. Ja, gut, naja, ob es was bringt. Bam. Er ruft natürlich einen Freund wieder. Ja gut, jetzt ist es einfach. So. Und Mario muss sich halt um den anderen kümmern. Oh, das war schlecht. Ja gut, eigentlich müsste der jetzt besiegt sein. Ja, er ist besiegt. Wunderbar. Oh, guckt mal. Also beide haben schon fast 9000. Also über 9000. Und die Babys gerade um die 9000. Also sind schon fast im selben Level. Im selben Level-Bereich. So, ich habe jetzt einfach mal drauf gesprungen. Weil der stirbt sowieso. Der kriegt den Schaden. Der kriegt auch. Oh nein, der kriegt keinen Schaden. Oh. Ja gut, der müsste jetzt platt sein. Der ist auch platt. Ja, die haben nicht so viel. Hm, interessant. Immer noch kein Level up. Also wir kriegen wahrscheinlich sehr spät ein Level up. Hm. Naja. Soll mir recht sein. Wir gehen jetzt einfach weiter. Okay, jetzt sind wir in einem. Oh Gott, ich weiß, worum es jetzt hier geht. So, die Babys müssen nämlich jetzt hier durch. Zack, jetzt geht's hier hoch. Wer hat hier den Hammer? Baby Mario. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich mit denen nach oben. Ah, Gott. Dann müssen wir auf. Okay. Wir hätten mit den Babys oben bleiben müssen. Okay. Platt machen ist angesagt. Gut, ich meine, die könnten auch hier platt gemacht werden, ne? Ja, gut, passt. Es passt. Wunderbar. Wie das aussieht, so zwei kleine Pfannkuchenkinder. Hm. Mama, Mama, Mama. Ich stell mir vor, so kommt man so nach Hause an. Mama, ich bin platt gemacht worden. Schock des Lebens für die Mutter, ne? So, rufen wir mal wieder die Bros herbei, Bros. So, und dann geht's weiter nach oben. Und wir sehen auf jeden Fall, jetzt kommt's richtig hart wahrscheinlich. Oh, ja. Ach, Mann, ich kenne mich auch. Hier wird hier jetzt mit Rätsel gearbeitet und das nicht gerade knapp. Na, das nervt. Aber wenn wir oben ankommen im Berg, dann ist es wieder locker. So. Oh, 6 Kanonen. Was seht ihr hier? Ein Tod. Und jetzt auf einmal so ein Goomba mit einem Tanuki. Das ist krass. Aua, seht ihr mal? Das ist so ein. Wie heißen die? Goombugs. Okay. Wahrscheinlich einen Dachs und Goomba kombiniert. Oh, der hält schon eigentlich nichts aus. Aua, aua. Ah, wenn man einmal aus dem Rhythmus raus ist, dann verliert man. Jetzt muss er weg. Ja, der Goomba ist besiegt. Kommt kein Level ab. Oh, wieso? So. War doch klar. Okay. So, schickt mal die Babys rüber. Jetzt machen die Bros. So. Upsa, upsa, upsa. Jetzt geht's weiter. Also ich finde, guck mal, ich bin ganz ehrlich, ich finde dieses Gebiet nicht schlecht. Das Problem ist einfach die Musik und Gott, die Gegner, ey. Die gehen einen auf den Zündern zum Teil.
Seht ihr mal. So. So, du bist fertig. Du bist auch platt. Und, oh, dir rufen keine Freunde. Oh, der hält doch den einen Schlag aus. Ja gut, jetzt hätte den aber nicht mehr aus. Jetzt ist er nämlich tot. Oh, ich höre, es hat jede Menge EP gegeben. Aber ob das gereicht hat für Level Up, sehen wir nicht. Schade. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Ich glaube... Ach ja, stimmt. Macht mich platt, bitte. Jetzt geht's wieder ab mit platt machen. Sorry, ich war kurz ein bisschen abgelenkt. Nein. Ihr sollt nicht. Kinders. Nein. Zurück. So, nehme ich hier rein. Die machen nämlich uns jetzt die Treppe. Jetzt gucken wir genau hin. Richtig. So. Aber den Gumbax will ich trotzdem erledigen. Weil er uns nervt. Oh, es sind sogar zwei. Und sie sind sehr schnell. Das hat gekostet. Ah, Luigi ist verwirrt. Luigi ist verwirrt. Luigi ist down. Luigi ist down. Luigi ist down. Luigi ist down. Und Luigi kriegt jetzt einen mit. Oi, oi, oi. Luigi ist down. Wir haben ja hier noch einen One-Up-Pilz, bitte. Und ich hau mir einen Super-Pilz rein. So. Wir retten mich. Jetzt retten wir nämlich uns den Arsch. Hier, kriegst einen Ballon. Und jetzt kommt der mit. War doch klar. Weißt du, man durchschaut sie. Oh, das war intelligent. Aber trotzdem besiegt. Ah, jetzt ist auch noch Luigi vergiftet. Mann, sind die Biester nervig. Ja, nicht mal ein Level Up. Das ist fies. Bei dem Kampf. Ne? Aber, naja. Wir sehen mal weiter, was wir jetzt machen müssen. Zack. Es gibt mal ein bisschen zwischendurch Pausen. Das ist gerade Gespräch. Deswegen wichtiges Gespräch. Und ich wollte eigentlich nicht aufnehmen, aber... Oh, oh! Wie kann das sein, dass er mich trifft? Kennt ihr die noch? Das ist Rotos Kaktus, Kokosnuss? Nein, du triffst... Au! Okay, den kann ich nicht angreifen. Da er, oh, toll. Den, der müsste platt sein. Wunderbar. Toll. Regeneration. Nein. Du, nein. Okay, jetzt müsste es... Komm, das war's. Jo, super. Komm, das müsste jetzt das Ende sein von denen. Ah, ich bin ein Volltrottel. Nein. Alter, es leckt. Was ist los? Es leckt ziemlich. Super, endlich läuft sie da. Nein, nicht nochmal kämpfen. So. Erstmal gucken, was es da geht. Aha. Sehr schön. Man hätte hier was. Irgendein Item bestimmt. Ja. Oh, die wollten jetzt kämpfen. Mann. Könnt ihr nicht nachher kämpfen kommen? Mann. Ach, jetzt rufst du noch einen Komprade.
Nächstes Mal würde ich jetzt eine Feuerblume einsetzen. Aber das bringt nichts. Sorry, ich hab nichts sehen können. So, tot. Ja. Ist tot. Ich hab nichts gesehen. Und trotzdem konnte ich sie killen. Level up! Zu Mario. Und was leveln wir jetzt ab? Ich nehme mal die. Ja. Oh, Angriff kann man mal 4. Unser Mr. Luigi bekommt Verteidigung. Oder KP. Wir haben mehr Dreier. Aber nein, leider keine 3 getroffen. Aber egal. Wir haben einmal 4 getroffen, der 3 schon. Mario braucht Pilze. So. Beide sind jetzt. Die können es nicht warten lassen, ne? Okay. Den kriegt Luigi angeblich ab. Oh, das war sehr toll. Hui. Und jetzt regeneriert er sich, mit dem der sich den Regen tanzt quasi. Oh, toll, 8. Trotzdem tot. So, jetzt glaube ich, kriegen die Babys Level Up! Baby Mario. Baby Mario kriegt. Oh, wir machen Angriff. Das war schlecht. Baby Luigi kriegt in Sachen Verteidigung oder KP? Ne, in Sachen Verteidigung. Ein weiterer Punkt. Jetzt haben wir 2 Tanky Babys und 2 über. So, ich würde mal jetzt sagen, jetzt verpiesen wir uns hier von dem Gebiet. Oder wir gehen jetzt mal nach oben und verabschieden uns. Ja, es sind schon länger als 21 Minuten vergangen. Ich würde mal sagen, wir beenden diesen Part hier in den Stein. Wie heißt das nochmal? Steinklopf-Vulkan oder so. Ich muss das Gebiet nochmal auswendig lernen. Ja, ich werde es mir gleich nochmal angucken. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Partes. Bis dann und ciao! Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten, wenn er euch gefallen hat. Natürlich mit einem Daumen hoch und wenn er euch nicht gefallen hat, mit einem Daumen runter. Feedback und Kommentare sind wie immer erwünscht. Und wenn ihr mal zur einfachen Verlinkung kommen wollt, zu den nächsten Parts oder den letzten Folgen oder zur Playlist, habt ihr sowohl in der Videobeschreibung 3 Links als auch oben im Video selbst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Partes und der nächsten Parts. Bis dann und ciao, Leute.